Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Starfield. Mein Name ist Marox Mal und wie immer begrüße ich euch zu diesem Gameplay. Wer noch nicht geliked hat und noch nicht abonniert hat hier bei uns im Kanal, kann es gerne machen. Ihr seid alle herzlich willkommen und wir sind dabei letztens stehen geblieben, dass wir den versucht haben, den Waffenspezialisten anzuwerben, aber abzuwerben oder anzuwerben, besser gesagt. Aber leider hat er sich nicht darauf eingelassen, weil er meinte, er müsste den vollen Lohn bekommen. Da war nicht mal ein bisschen Luft zum Verhandeln und deswegen haben wir den gelassen. Jetzt haben wir hier noch einen noch in der Bar gefunden, Verteidigungsspezialist. Schildsysteme, ich bin interessiert, was kostet mich das? Können wir mal fragen oder eigentlich nicht? Nein, worauf hast du dich spezialisiert? Verteidigungssysteme. Ich kann deine Schilde so einstellen, dass deine Feinde nichts Wichtiges beschädigen können. Der wäre ein gutes Crewmitglied, ne? Aber ich kann leider nicht so viele Leute auf dem Schiff, mein aktuelles Schiff, mit aufnehmen. Aber ich bin grundlegend interessiert an dich. Glaub mir, du machst ein Schnäppchen. 7500? So viel zahle ich nicht. Dann arbeite ich nicht für dich. Ganz einfach. Der war hart. Warte mal. Ist in deiner Crew noch... Was kostet das? Ich verlange nicht so viel. Okay, dann gehen wir mal. Überzeuge ich. Ich glaube nicht, dass jemand für dich so viel hat. Warum das denn? Ganz einfach. Du kannst nicht ernsthaft glauben, dass ich so viel Credits aus dem Fenster werfen würde. Ich weiß, wie viel ich wert bin. Du hörst dich nicht zu. Versuch doch nochmal. Okay. Ich hab's verstanden. Wer weiß, wie lange du auf ein anderes Angebot wartest. Es lohnt sich immer, auf das richtige Angebot zu warten. Mehr geht bei mir nicht. So viel zahle ich nicht. Nochmal, wir müssen es nochmal probieren. Warte. Wir haben ihn jetzt schon mittlerweile, glaube ich, verärgert. Bleib doch mal hier. Nein. Ich suche Arbeit. Stellst du ein? Ja, ich stelle ein, aber gedulde dich mal ein bisschen. So, wir lassen uns nochmal wieder verhandeln, ne? Was kostest du? Ich mache dir ein faires an. Dein Pech. Nein. Nach einer langen Reise durchs All weiß man New Atlantis. Dann ist es halt so, fertig. Schön, dich wiederzusehen. Hallo. Kann ich dir was bringen? Hey. Neue Leute sieht man immer gern. Zum ersten Mal in New Atlantis? Ich hätte gedacht, dass es so offensichtlich ist. Oh Mann. Das solltest du nicht persönlich nehmen. Habe ich auch nicht. So was sagt man halt, um das Eis zu brechen. Du weißt schon, was ich meine. Hey, komm runter, dann mach's dir gemütlich. Du kannst gern so lang bleiben, wie du möchtest. Ist das okay für dich, Neuer? Sag Bescheid, wenn du noch irgendwas möchtest. Ich könnte ein paar Drinks vertragen. Das Geschäft scheint ja gut zu laufen. Ja, der Raumhafen hält mich ziemlich auf Trab. Aber nur mal so unter uns. Ich hab was in Arbeit, das alles ändern wird. Einen neuen Drink, der mich in der ganzen Galaxie berühmt macht. Okay. Den sollte ich mal ausprobieren. Du würdest ihn lieben. Garantiert. Nur kann ich gerade keinen machen. Mir fehlen die Zutaten. Das erinnert mich an Cyberpunk. Cyberpunk war genauso. Ich hatte einen Deal mit einem Spediteur, mir Proben einer Zutat zu bringen, die das ja. A und O sein dürften. Aber er ist nie aufgetaucht. Der Typ wurde offenbar noch von anderen angeheuert. Von der Art von Leuten, die nicht ganz legale Fracht versenden. Die Security hat Wind davon bekommen und die Fracht vollständig beschlagnahmt. Jetzt lassen sie sich richtig Zeit, wie immer. Das macht mich fertig. Das macht sie total fertig, du. Da dreht sie durch, da kann sie gar nicht anders, du. Gut, okay. Dann würde ich fast vorschlagen, klingt wie etwas, dem Kleinen widerstehen kann. Klingt wie etwas, dem keiner widerstehen kann, ne? Sehr clever. Deine Eltern sind bestimmt stolz auf dich. Oh ja. Und ich bin mir nicht mal sicher, dass ich das wirklich für das Rezept brauche. Ich vermute es nur. Ich muss die Fracht in die Hände kriegen. Warum nur klingt das so verdächtig? Naja, irgendwas in der Richtung zu unternehmen wäre nicht unbedingt so 100% legal. Klingt also, als bräuchtest du Hilfe. Vielleicht solltest du es lieber aufgeben. Wollen wir das mal? Ja, sollte ich vielleicht. Mache ich aber nicht. Okay. Bevor wir weiterreden,
Ich bitte dich keinesfalls darum, irgendetwas zu tun, das gegen die vielen hier in New Atlantis und in Colonies geltenden Gesetze verstößt. Wir unterhalten uns nur unter Freunden und Freunde fragen einander, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, diese wichtige Fracht aus der Beschlagnahmung zu holen. Und falls das rein hypothetisch auf nicht ganz legale Art und Weise geschehen würde, tja, dann wäre es nicht unbedingt ein Weltuntergang. Und, bist du dabei? Du ziehst das doch nicht ernsthaft in Erwägung, hoffe ich. Die UC Security hat uns wirklich gerade noch gefehlt. Wer weiß, ich bin für dich da. Ich werde tun, was ich kann. Du glaubst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Siehste? Ich erwarte nicht, dass du oder irgendjemand ballernd da reingehst und Geißeln nimmst oder so. Aber es muss einen Weg geben, das zu kriegen, was ich brauche. Keine Angst, mir fällt schon was ein. Ich bin genervt, nicht besorgt. Oh. Moment, heißt das etwa, dass ich besorgt sein sollte? Nein, natürlich nicht. Alles wird gut. Ich vertraue dir. Ah, so, ich könnte einen Drink vertragen, bekomme ich was, ich weiß nicht. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Angeblich versucht so eine Art Bürgergruppe, die alte Varun-Botschaft abreißen zu lassen. Mhm. Anfangs fand ich es ein bisschen extrem, aber im Grunde genommen, würdest du da etwa einziehen wollen? Ich auch nicht. Außerdem kommt Haus Varun nicht wieder zurück. Naja, zumindest nicht auf die nette und diplomatische Art. Wir wissen alle, wie das gelaufen ist. Irgendwelche gute Gerüchte aufgeschnappt? Hab heute noch nichts Neues gehört. Apropos Neues. Einige sind davon überzeugt, dass David Barron, du weißt schon, der SNN-Moderator, eine Art Freestar-Sympathisant ist. Wenn du mich fragst, ist das absurd. Klar, es gab ein paar Berichte über Aquila City, die nicht total kritisch waren, aber hey, warst du mal da? So schlimm ist das auch nicht. Wie auch immer. Über sowas unterhalten sich die Leute, wenn sie auf den Flug warten. Du freust dich, gefragt zu haben, oder? Das sehe ich. Irgendwelche guten Gerüchte haben wir schon. Wie bekomme ich, was du brauchst? Ich erwarte nicht, dass du oder irgendjemand ballernd da reingehst und Geißeln nimmst oder so. Okay, das habe ich ja. Keine Geißeln, so ein Mist. Hast du irgendwelche Infos, die mir weiterhelfen können? Ich weiß nicht viel darüber. Die Fracht lagert unten im Weltraumhafen, nicht bei der Security. Okay. Aber sie verwenden dieselben Zugangskarten. Wenn du eine hättest, würde es gehen. Woher oder warum du eine Zugangskarte der UC Security hast, geht mich nichts an. Es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Ansonsten könnten dich vielleicht auch die Schiffstechniker reinbringen. Die kenne ich aber nicht, sonst würde ich nicht mit dir reden. Mhm. Nichts für ungut. Also keine Geiseln, Mist. Ja, es geht nicht um Leben oder Tod. Vielleicht maximal ein kleiner Einbruch oder sowas in der Art. Ich könnte einen Drink vertragen. Dafür bin ich hier. Was darf's denn sein? Aber ich würde dir gerne was verkaufen. Nein, jetzt habe ich hier die Dings verkauft. Ach, die kauft nur. Okay. Alles klar. Bis dann. Wir müssen weiter. Jetzt müssen wir irgendwie vorne an den Terminal rankommen, um endlich mal diese ganzen Sachen hier loszuwerden. Ich muss echt einen Mod installieren, das geht so nicht, das kostet so viel Zeit, ey. Und es gibt so viel da draußen immer, was man was man dann halt gerne mitnehmen möchte, ne? Ich muss bald los. Ich habe ein Meeting. Okay, mach das. Die Galaxie. Die Handelsaufsicht ist anscheinend in Hehlerei verwickelt. Aber niemand unternimmt was dagegen. So, wir haben nicht mehr viel Energie, also. Müssen wir uns mal ein bisschen langsamer bewegen. UC, da ist das Security-Dings, da ist unser Schiff.
Da ist der grüne Terminal. Und dann legen wir uns mal kurz in den Schiff gleich hinein, um einfach mal die Energie... Was macht der? Techniker. Und der? Schiffswartungstechniker. Okay. Kann ich dir irgendwie helfen? Erstmal nicht. Warte mal, ich wollte erstmal hier alles verkaufen. Was denn so schwer ist wie die Anzüge zum Beispiel. Space Trucker. Waffen. Müssen einfach leichter werden. Ich sonstige Artikel hier. Feuerlöscher. Der ganze Mist hier. Warte mal, wie geht denn das? Ach, das weiß ich jetzt nicht mehr. Pantoffeln. Was ich da alles mitgenommen habe hier. Ein Kästchen mit Erde. Das könnte ich an jemanden verküchen. Stadionständer. Aber das hat überhaupt kein... Das hier alles hat irgendwie gar kein Gewicht. Doch, wer hat da Masse? Doch. Messer. Tassen. Was soll ich denn damit alles weg? Komm. Außer das Kästchen Erde, das würde ich gerne behalten. Ressourcen. Natürlich sind die extrem schwer. Drei davon, guck, siehst du. Schwer. Boah. Schwerelose Aufhängung. Das braucht man ja für die Herstellung, ne? Das müssen wir dann wahrscheinlich in der Loge komplett. Guck, Munition, Rucksäcke. Den zum Beispiel mit Ausrüstung vergleichen. Weg damit, brauche ich nicht. Helme. Was hat der da drauf geschrieben? Defekt? Don't use, okay. Kaputt. Weg. Okay, wir kommen noch so schwer, ne? Diese Ressourcen müssen einfach... Kleidung. Pyjama brauche ich nicht. Hilfe. Das ist sonstiges. Das war das Stück Erde. Und dann haben wir halt die Ressourcen, die so ein... Okay. Okay, das reicht. Verkauf was von deinem Kram. Hab ich doch gerade, Sarah. Ja? Lass uns Ausrüstung tauschen, Sarah. Dann zeig mal her. So, Sarah, was hast du denn da? Munition, Munition. Adaptiv, das müssen wir mal nehmen. Piraten-Dings hier. Cursor auch nochmal. Beryllium, seltene anorganische Ressourcen. Dieser Gegenstand kann das... Okay. Das weiß ich auch nicht. Das, die Waffe, die habe ich dir ja gelassen. Die Waffen habe ich dir ja gelassen. Ja, das ist ja okay. Okay, die Waffen kannst du alle behalten. Ist kein Thema. Das kann weg. 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 Die Waffe lasse ich die. Also dann kann ich ja die Waffe ja hier.
Die kann weg. Die ist kalibriert, kraken, kalibrieren, kraken. Und dann Maelstrom. 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 Die nehme ich auch. Beide. Kammerjäger. Die lassen wir. Die lassen wir auch. Modifiziert und kalibriert. Dann können wir die Maelstrom hier weg, die beiden. Optimiert, Maelstrom. Was hat die? Wo ist denn die Maelstrom? Hier. Nee, das ist eine Maelstrom, das ist auch eine Maelstrom. Modifiziert und kalibriert, die lassen wir mal. Robustanzug, Security Recon. Umzingelt, kalibriert. Die kann auch weg. Der kann auch weg. Also so, umso leichter ich sie mache, umso besser. Gut, und die Ressourcen? Lass uns Ausrüstung tauschen. Warte kurz hier, wer ist Sam Crowe? Und was ist da für eine Expedition? Oh, stimmt. Er war ja nicht hier, als du aufgetaucht bist. Aber jetzt müsste er zurück sein. Mhm. Er soll sich dir selber vorstellen. Wenn ich ihm die Show stehle, muss ich mir das ewig anhören. Gut, was kannst du mir über die Barrett, über Barrett sagen? Er ist mit seinen Gedanken immer irgendwo. Aber er hat echt ein Talent dafür, zur falschen Zeit am richtigen Ort zu sein. Mhm. Schade, dass er nicht gesehen hat, wie sich die Artefakte zusammenfügen. Aber wenn er es mal sieht, lässt ihn die Begeisterung sicher vergessen, dass er alles verpasst hat. Wer ist Wladimir? Wir betreiben eine Sternenstation im Orbit über uns, von der aus wir das Weltall scannen. Wladimir leitet die Station. Ein genialer Astronom. Jahrelange praktische Erfahrung. Gut, dann bis nachher. So, jetzt gucken wir nämlich hier, was wir noch verkaufen können. Wir haben noch jede Menge Waffen, die wir loswerden können an Händler. Mehr Geld hat er nicht. So, okay. Dann würde ich fast behaupten, gehen wir mal los auf unser Schiff. Wir müssen echt mal uns jetzt eine Runde hinlegen im Schiff. Und dann müsste ich mal nach dem Mod gucken, weil so geht's nicht. Ich bin viel zu schwer, ich habe viel zu viele Sachen. Es muss einen guten Mod geben, den wir da irgendwie installieren können, um einfach mehr Sachen mit sich schleppen zu können. Ne? Das ist der einzige Hack. Erstmal nicht, aber das ist der einzige Hack, den ich meistens benutze. Sieht alles gut aus, Captain. Benutze. Ich würde gerne schlafen. Sarah. Hast du was für mich? Komm mal da raus jetzt hier. Wo soll mit was soll ich anfangen? Es ist alles wichtig. Aber Okay. Schnapp dir zuerst Barrett. Er ist nicht nur ein alter Freund. Er war schon überall in den besiedelten Systemen. Okay, wir Barrett. Wir unterhalten uns später. Barrett. Ich muss erstmal 12 Stunden schlafen. Voll durch. Und dann müssten wir mal gucken, ob wir jetzt einen Mod installieren oder erstmal weiter gucken, die Sachen loswerden. Aber das ist ich muss doch vorankommen im Spiel, ne? Gut geruht. Ich bin ausgeschlafen. So. Jetzt habe ich wie viele Crewmitglieder? 1, 2, 3. 3 passen auf diesem Schiff drauf, mehr nicht. Entweder setzen wir uns rein und fliegen jetzt woanders hin. Oder ich sage, wir machen die Folge, wir beenden jetzt die Folge, Leute. Und wer noch nicht geliked hat und abonniert hat, kann das gerne machen. Und in der nächsten Folge hoffe ich, dass ich jetzt mal einen Mod eingebaut habe, der uns irgendwie aushilft, hier diese ganzen, sagen wir gleich hier, die ganzen, das schwere Zeug, weil ich habe ja auch hier zum Beispiel, ne, im Safe jetzt hier, wenn wir jetzt mal im Safe hineingucken,
Der ist jetzt aktuell... Ne, der ist jetzt leer. Aber Vasco hat noch was. Die Sarah hat noch was, ne? Ich weiß nicht, wie das mit der hier ist. Hallo, Captain. Ich bin bereit, Captain. Schön, Teil des Teams zu sein. Okay. Teil des Teams. Ich habe gerade an dich gedacht. Brauchst du meine Hilfe bei irgendetwas? Komm bitte eine Weile mit. Darf ich das, was Persönliches fragen? Natürlich, Captain. Woher kommst du her? Ich komme von Polvo aus Hopetown. Das ist eine Firmenstadt unter der Führung von Ron Hope, dem CEO von Hopetech. Er verkauft es gerne als Utopie, in der Arbeiter alles bekommen, was sie für ein glückliches Leben brauchen. Aber das ist gelogen. Für die meisten sind die Bedingungen in Hopetown grauenhaft. Fast alle leben von der Hand in den Mund. Wenn es so schlimm ist, wundert mich, dass nicht mehr Leute gehen. Das würden mehr Leute tun, wenn sie könnten. Aber Hopetech macht es ihnen fast unmöglich. Sie verdienen gerade genug, um durchzukommen, aber sicher nicht genug, um ein neues Leben anzufangen. Deswegen bin ich zu den Freestar Rangern gegangen. Ich wusste, sie holen mich zur Ausbildung nach Aquila und ich wollte etwas Bedeutsameres machen, als Raumschiffe bauen. Ich dachte, der Job als Ranger wäre perfekt. Aber es war ganz anders, als ich erwartet hatte. Das Highlight meiner Zeit als Deputy war, wie ich in Hopetown an Bord gegangen bin, um wegzugehen. Das tut mir leid, dass nach deinem Werkzeug aus Hopetown nicht alles so gekommen ist, wie es du dir erhofft hast. Du kannst ja nun wirklich nichts dafür. Die Arbeit bei den Rangern war zwar nichts für mich, aber es hat mir die Augen geöffnet, zu sehen, wie die Menschen im Freestar Collective leben. Ich dachte, die Bedingungen in Hopetown seien außergewöhnlich, aber ich habe gemerkt, dass das nicht stimmt. Erzählst du mir mehr noch ein bisschen darüber, was du im Freestar Ranger, warum du es genau verlassen hast? Je länger ich bei den Rangern war, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass sie der Regierung des Freestar Collective dienen, nicht den Bürgern. Wie kann eine Organisation, die angeblich für Freiheit und Individualität steht, solche Städte wie Hopetown existieren lassen? Irgendwann wurde mir die Heuchelei zu viel. Ich habe entschieden, zu kündigen und in die UC zu ziehen. Ich dachte, dort teilt man meine Meinung. Ich glaube, ich hätte mich genauso entschieden. Die Entscheidung war richtig, aber nicht leicht. Meine Familie ist noch in Hopetown. Das hat fast gereicht, um mich im Freestar Collective zu halten. Aber ich wollte unbedingt eine bessere Heimat für uns alle finden. Ich versuche seit Jahren, meine Eltern aus Hopetown zu kriegen. Ich dachte, wenn ich in die UC ziehe und sehe, dass es dort besser ist, ziehen sie es endlich in Erwägung. Wie hat sich deine Sicht auf die Freestar Collective verändert, nachdem du Polvo verlassen hast? Ich habe begriffen, dass Ron Hopes Einstellung nicht ungewöhnlich ist. Das Freestar Collective ist voll von Menschen, die andere zum eigenen Vorteil ausnutzen. Und es gibt kaum Systeme, um sie aufzuhalten. Niemand, der es ihnen verbietet oder sie bestraft. Das ist der Nachteil am Freestar Collective, nicht wahr? Kein soziales Sicherheitsnetz. Wer arm geboren wird, kann seine Lage kaum verbessern. Vor allem, wenn Menschen wie Ron Hope und Benjamin Bayou an der Macht sind. So habe ich das bisher noch nicht gesehen. Das geht vielen so. Freestars halten nichts von Selbstreflexion. Ich musste viel einstecken für meine Kritik an den Rangern, bevor ich das Collective verlassen habe. Hast du gefunden, was du gesucht hast, als du in die UC gezogen bist? Das dachte ich am Anfang. New Atlantis ist sauber und sicher und die meisten Menschen sind glücklich. Und es sah aus, als würde die Regierung viel tun, damit das so bleibt. Aber meine Sicht hat sich verändert, als ich bei der UC Security angefangen habe. Ich wurde dem Unterdeck zugewiesen und konnte die Zustände dort nicht glauben. Das ganze UC-Gerede von der perfekten Gesellschaft kam mir wie Propaganda vor. Je mehr ich mich umgesehen habe, desto mehr Risse habe ich gesehen. Was hätten die UC davon, ihre Bürger anzulügen? Die UC-Regierung mag es nicht, wenn die Leute ihre Entscheidungen hinterfragen
oder sich zu genau an ihre Geschichte erinnern. Das Mast hat im Koloniekrieg grauenhafte Dinge getan. Sie wollen, dass die Leute das vergessen. Mhm. Vor allem Bürger, die sonst vielleicht Reformen fordern. Am besten lässt sich der Status quo bewahren, indem man verhindert, dass die Leute zu genau hinsehen. Das geht durch ständige Propaganda. Ich glaube, du interpretierst da zu viel hinein, weißt du? Die meisten UC-Bürger stimmen dir vielleicht zu. Aber nur, weil das Mast schon ihr ganzes Leben lang kontrolliert, was sie hören und sehen. Du kannst meine Meinung nicht ändern, Captain. Nachdem mir die Augen geöffnet wurden, verlor New Atlantis seinen Reiz. Und ich wusste, ich kann nicht in den großen Fraktionen leben. Die Probleme sind einfach zu verwurzelt. Überall Korruption und Spaltung. Aber kaum jemand sieht es. Und das wird sich auch nicht so bald ändern, fürchte ich. Es gibt in meinen Augen nur eine einzige Option. Den Neuanfang. Die Gründung einer Kolonie ohne Einfluss riesiger Regierungen und Konzerne. Vielleicht wären die Menschen dann netter zueinander. Wäre möglich, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Das klingt ziemlich idealistisch, ja. Das wissen wir erst, wenn es jemand versucht, oder? Ja, ja, das stimmt aber auch, ja. Warum nicht ich? Ich kann nicht einfach untätig zusehen, wie die Lage in den besiedelten Systemen schlimmer wird. Aber ich überstürze nichts. Wenn ich das wirklich mache, dann muss ich erst besser verstehen, wie die Menschen in den besiedelten Systemen leben. Also muss ich die Großstädte besuchen und mir die guten und die schlechten Seiten ansehen. Dann kann ich entscheiden, was ich übernehmen und was ich abschaffen will. Es ist vielleicht will. Sinnvoll, diesen Charakter Zum Glück mitzunehmen. Arbeite ich für einen reisefreudigen Captain. Ja. Wir haben die wichtigen Städte bald alle besucht. Klar, da kann ich dir bestimmt helfen. Vielen Dank. Und keine Sorge, ich lasse mich nicht von meinen normalen Pflichten ablenken. Du bleibst der Boss. Sehr schön. Ich habe im Moment keine weitere Frage. Ich mag unsere Gespräche. Sehr, sehr interessant, liebe Leute. So, wir beenden das jetzt nämlich hier und gucken, dass wir irgendwie einen Mod bekommen, der uns sozusagen ein bisschen aushilft, etwas schneller zu laufen, ne? Nicht immer dieses langsame Laufen und das, da kriege ich die Krise langsam, ne? So, gut. Wie gesagt, wer noch nicht geliked hat, noch nicht abonniert hat, kann es gerne machen. Und wer weiß, vielleicht kennt ja jemand einen Mod oder so und kann es da mit einfügen. Vielleicht, ich finde sicherlich in der Zwischenzeit was, aber vielleicht ist dein Mod besser wie meins. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.